Ellen Kessler von Reiten im Dialog. Ich habe in den vergangenen 6 Monaten an der Fachschule von Barbara Welter-Böller die Ausbildung zum Osteokonzeptcoach besucht. Und was ein Osteokonzeptcoach ist und was die Inhalte dieser Ausbildung sind, erzähle ich in diesem Video. Ein Osteokonzeptcoach weiß gut über die Anatomie des Pferdes Bescheid, also über Knochen und Muskulatur. Und besonders hat er eine Idee dafür, welche Muskelgruppen für Reitpferde wichtig sind. Ziel eines Osteokonzeptcoaches ist es, das Pferd seiner Anatomie entsprechend in günstigen Bewegungsmustern auszubilden. Ein Osteokonzeptcoach hat eine gute Idee, was die Trainingslehre des Pferdes angeht und versucht anhand der Schwachstellen und Problembereiche im Pferdekörper mit passenden Übungen einen entsprechenden Trainingsplan zu entwickeln. Als Osteokonzeptcoach interessiert mich als allererstes das Gebäude des Pferdes. Das heißt, ich beginne mit einem neuen Pferd mit einer Exterieurbeurteilung im Stand. Danach gucke ich mir das Pferd in der Bewegung an, sowohl von der Seite als auch von vorne und von hinten. Außerdem gucke ich mir natürlich an, wie sich das Pferd unter dem Reiter bewegt. In dieser Exterieur- und Ganganalyse geht es hauptsächlich darum, zu erkennen, wo sind schwache Bereiche im Pferdekörper und bewegt sich das Pferd ökonomisch sinnvoll oder hauptsächlich in ungünstigen Bewegungsmustern. Anhand von dieser Analyse kann der Osteokonzeptcoach dann einen passenden Trainingsplan für Pferd und Reiter erstellen. Das heißt, ich erarbeite mit dem Schüler zusammen diesen Trainingsplan, empfehle Übungen und es gibt genaue Anleitungen, wie häufig das Pferd in welcher Gangart und auch genau wie lange in welcher Gangart geritten werden soll. Ein Osteokonzeptcoach hat eine gute Idee davon, wie ungünstige Haltungen im Pferdekörper wirken und weiß auch, an welchen dann prägnanter ausgeprägten Muskelgruppen solche einfach zu erkennen sind. Im Verlauf des Trainings guckt der Osteokonzeptcoach also immer wieder auf den Körper des Pferdes und überprüft, ob sich die Muskulatur und auch das Exterieur zum Positiven verändern. Das Ziel ist es, einfach frühzeitig zu erkennen, ob sich das Training in die richtige Richtung entwickelt oder ob Übungen umgestellt werden müssen oder der Trainingsplan angepasst werden muss. Mich persönlich hat diese 6-monatige Ausbildung auf meinem Weg gut vorangebracht. Ich finde den ganzen Themenbereich einfach super spannend und bin mir sicher, dass man da auch 2 oder 5 Jahre eigentlich lernen kann und immer noch nicht alles weiß. Also ich freue mich jetzt für meine persönliche Entwicklung einfach darauf, die Dinge in der Praxis anzuwenden, mich weiter in verschiedene Themenbereiche reinzuknien und einfach mit der Zeit, mit meinen eigenen Pferden und mit meinen Schülern zu wachsen. Wenn du Lust hast, diese Ausbildung an der Fachschule von Barbara Welter-Böller ebenfalls zu absolvieren, kann ich 2 Bücher empfehlen. Das erste Buch ist Gutes Training schützt das Pferd von Barbara Welter-Böller und Maximilian Welter. Das ist wirklich ein super Einstieg und eine gute Vorbereitung für diese Fortbildung und auch für alle total interessant, die sich jetzt nicht speziell für diese Fortbildung interessieren. Es ist wirklich ein klasse Buch, was einen guten Überblick gibt über die Zusammenhänge im Pferdekörper, über den Einstieg in die Trainingslehre, über die Muskulatur, über Hilfsmittel, über Sattelpassformen, über Hilfengebung und so weiter. Also ich fand es mega spannend, schlag immer wieder viel nach und empfehle das auch oft meinen Schülern. Das zweite Buch, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist Taping Praxis für Pferd und Reiter. Mit so einem einfachen Tape kann man einfach unglaublich viel am Pferdekörper und im Pferdekörper bewirken und dieses Buch gibt einfach einen total guten Überblick und außerdem werden nochmal die anatomischen Zusammenhänge im Pferdekörper bewusster durch die Lektüre von diesem Buch. Grundsätzlich war das auch ein Teil unserer Ausbildung. Das heißt, wir haben uns in der Ausbildung zum Osteokonzeptcoach auch mit den Hilfsmitteln beschäftigt. Wir haben mit Tapes gearbeitet, mit Balanceboards. Wir haben mit der Pulsuhr gearbeitet, mit dem Bauchmuskeltrainer und einfach auch andere Hilfsmittel in der Praxis und in der Theorie durchgesprochen, um einfach den Pferden auch so in der Praxis noch eine bessere Unterstützung zu bieten. Ja, und abgeschlossen wurde diese 6-monatige Ausbildung durch eine dreiteilige Prüfung. Das war ein intensiver Prüfungstag, wo theoretisch und praktisch und schriftlich
die Inhalte dieser Ausbildung abgefragt wurden. Ich glaube, wichtig war einfach grundsätzlich das Verständnis und es wurde geprüft, ob man sozusagen das dann auch praktisch anwenden kann. Mir hat die Ausbildung mega viel Spaß gemacht. Ich kann es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch die Fachschule von Barbara Welter-Böller in der Infobox. Da könnt ihr einfach direkt mal gucken. Es werden an dieser Schule auch super, super spannende Tages- und Wochenendfortbildungen angeboten für Menschen, die jetzt nicht gleich sich zum Osteokonzeptcoach ausbilden lassen wollen. Ein Thema ist zum Beispiel Lahmheiten aus tierärztlicher Sicht. Ein anderer Kurs behandelt die verschiedenen Haltungen des Pferdes, also von der Dehnungshaltung in die Aufrichtung und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Wer Lust hat, besucht meine Homepage unter www.reitenimdialog.de. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.